Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Simbas Kindheitsfreunde alle im ersten Teil existiert hätten? Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und wenn du Videovorschläge oder sonstige Ideen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Im Film König der Löwen sind die einzigen Löwenkinder, die wir in Mufasas Rudel sehen, Simba und Nala. Das Ganze wirft natürlich einige Fragen zum Thema Fortbestand dieses Rudels auf. Denn wie soll dieses Rudel weiter existieren, wenn in der nächsten Generation nur zwei Löwen vorhanden sind? Das Ganze wirkt natürlich um einiges unrealistisch und man fragt sich dann natürlich auch, wer die ganzen Löwinnen aus Simbas Rudel im zweiten Teil dann sind. Sind die alle noch aus Mufasas Zeiten? Und wären die dann nicht mega alt? Das würde zumindest erklären, warum sie gegen Siras Rudel so abgelost haben. Aber alles in allem ist das schon etwas komisch. Ich persönlich kann mir aber gut vorstellen, warum Disney das Ganze so gemacht hat. In allererster Linie ist Simba einmal der Hauptcharakter in diesem Film. Und auch Nala spielt hier eine wichtige Rolle, da sie ja dann mit Simba zusammenkommt. Es wären also für die Story nicht mehr Löwenkinder nötig gewesen. Und der zweite und fast noch größere Punkt ist, dass Mufasa hier das einzige Männchen in diesem Rudel war, abgesehen von Scar. Und wenn man das jetzt auf die Wirklichkeit bezieht und es würde in diesem Rudel noch mehr Kinder geben, müssten die alle von Mufasa sein. Denn in echten Löwenrudeln akzeptieren die männlichen Anführer in den meisten Fällen keine Kinder, die nicht von ihnen selbst stammen. Und wenn beispielsweise ein neuer männlicher Löwe ein Rudel übernimmt und dort sind schon Kinder vorhanden, werden die meistens getötet. So, was würde das jetzt aber für unsere Theorie bedeuten? Wenn man das Ganze jetzt auf die Wirklichkeit bezieht, müssten dann alle Kinder, die in Mufasas Rudel vorhanden sind, von ihm selbst sein. Das Ganze ist aber schon deshalb nicht möglich, da Nala dann auch seine Tochter wäre und das Ganze ist ein Kinderfilm, sprich ich denke nicht, dass Disney da Inzest mit einbauen würde. Aber was wäre hier die andere Möglichkeit? Nun, die andere Möglichkeit wäre, dass Mufasa einfach ein ziemlich toleranter Typ ist und er kein Problem damit hat, wenn Löwinnen aus seinem Rudel andere männliche Löwen treffen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann auch genauso gelaufen ist und er kein Problem damit hatte. Also, für diese Theorie stellen wir uns vor, dass Malka, Kula, Kumvi, Tama und Toyo Teil von Mufasas Rudel sind. Die fünf wären sehr gut mit Simba und Nala befreundet und würden ein unbeschwertes und glückliches Leben führen. Zumindest bis zu dem Tag, in dem Mufasa stirbt und Simba verschwindet. Denn ab hier würden sich ihre Lebensbedingungen drastisch verschlechtern. Vor allem für drei von ihnen. Kumvi, Malka und Toyo. Denn mal abgesehen davon, dass jetzt rund um die Uhr Hyänen hier im geweihten Land sind und die Kinder theoretisch jederzeit töten können, ist nun Scar der neue Anführer dieses Rudels und kann dementsprechend neu entscheiden, ob er die drei männlichen Löwenkinder akzeptiert oder nicht. Und das würde er mit ziemlicher Sicherheit nicht tun. Denn Malka, Toyo und Kumvi werden auch irgendwann erwachsen. Und wenn sie eben nicht damit einverstanden sind, wie Scar das geweihte Land führt, können sie sich zusammentun und ihn stürzen. Sie könnten also zu einer großen Bedrohung für Scar und seine Regentschaft werden. Und bevor jetzt jemand fragt, hä, er hat doch Kovu auch aufgenommen, warum sollte er dann die drei nicht aufnehmen? Wir wissen halt so gut wie nichts über Kovus Vorgeschichte. Es könnte hier gut sein, dass Sira Kovus Mutter ist und Kovu dementsprechend am Königsfelsen unter Scars Regentschaft geboren wurde. Das heißt natürlich auch, dass Kovu nichts anderes kennt als Scars Regentschaft. Kumvi, Malka und Toyo wurden allerdings unter Mufasas Herrschaft geboren. Das bedeutet, die drei kannten auch unbeschwerte Zeiten, in denen alle glücklich waren und in denen es keine Probleme gab. Probleme, die mit Scars Herrschaft begannen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwann gegen Scars Regime stellen, ziemlich groß. Zwei mögliche Theorien hierbei wären, dass Scar die Kinder einmal tötet oder dass es den Löwinnen gelingt, die Kinder zu verstecken. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er Tama und Kula ähnlich wie Nala am Leben lässt. Denn immerhin brauchte sie für den Fortbestand des Rudels, sprich wenn alte Jägerinnen sterben, würden sie nachkommen. Und sollte es Malka, Kumvi und Toyo wirklich gelingen abzuhauen, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie irgendwo ihr eigenes Rudel gründen. Vielleicht ist doch einer von den dreien der Vater von Tifo und Suri. Das alles wäre hier möglich. Aber was glaubt ihr? Würde Scar Simbas Freunde am Leben lassen oder töten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!